Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um zwei Toys, die wir aus einer Paragon-Kiste rausbekommen. Und zwar sowohl aus der Paragon-Kiste der Entfesselten als auch der Paragon-Kiste der Ankoana. Entfesselten ist die Horde-Fraktion Nasjatar und die Entfesselten und die Ankoana die Allianz-Fraktion in Nasjatar. Also sprich, mit beiden Fraktionen kann man die Belohnungen kriegen. Neben den zwei Toys bekommen wir auch noch einen Mount aus der Kiste raus. Das ist hier der königliche Schnappdrache. Da hatte ich auch schon ein wenig Glück. Und wir können auch noch eine Essenz rausbekommen. Und zwar diese hier, Aegis der Tiefen, ist das jetzt bei mir als Tank zum Beispiel. Und dementsprechend haben wir da die Rang 4 Essenz. Die hat aber eine ziemlich beschissene Chance. Die Essenz ist zwischen 1 und 5%. Die Toys an Denken der Tiefe. Und Zappeln der Fisch sind so bei 15 bis 20%, also tatsächlich relativ gut. Und das Mount ist, glaube ich, auch so irgendwie um die 10%. Also das sind alles Items, die relativ für Paragon-Kisten relativ gut droppen. Ja, sagen wir es mal so. Genau, was machen jetzt diese beiden Toys? Und zwar zum einen haben wir Andenken der Tiefe. Da können wir eine Muschel aufstellen, draufdrücken. Und dann haben wir hier einen Buff, der nennt sich Andenken der Tiefe. So hundertprozentig habe ich das auch noch nicht rausgefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt mal ein paar Kommentare nachgelesen. Manche meinen, dass die Anhänger hier in Nasjatar dann nochmal andere Dialoge mit einem haben. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Die haben eigentlich genau das gleiche gesagt wie vorher auch. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Schreibt es gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall bekommt man den Buff, nachdem man die Muschel angeklickt hat. Und das Ganze hat eine Stunde Abklingzeit und quasi hält der Buff 10 Minuten. Und das zweite Toy, was wir haben, ist der zappelnde Fisch. Den können wir hier hinlegen und das Ding kennt ihr schon. Den können wir einfach nach vorne wegkicken und dann fliegt der halt ein Stückchen. Ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Und ja, ist so ein nettes Gimmick-Feature, wenn man quasi im Raid Raid-Pause ist und man sonst nichts zu tun hat, kann man sich so ein bisschen mit dem Fisch amüsieren und den ein bisschen in der Gegend rumkicken. So, wie kommen wir jetzt am besten... Oh fuck, jetzt bin ich runtergeflogen. Wie kommen wir am besten zu diesen Toys? Und zwar, wir müssen ja die Paragon-Kiste erfarmen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wie schon bei allen anderen Paragon-Kisten ist es so, dass ja etwa einmal die Woche man eine Emissary hier erledigen kann, quasi in Nasjatar. Da gibt es 1500 Ruf. Das ist schon mal so der Grundstein, den ihr legen könnt, um hier ein bisschen extra Ruf zu bekommen. Dann könnt ihr natürlich noch zusätzlich jeden Tag jede World Quest machen. Ist zeitaufwendig, würde ich euch nicht unbedingt empfehlen. Wer aber die Zeit auf sich nehmen will, kann hier quasi noch ein bisschen extra Ruf farmen dadurch. Jede World Quest bringt 75 Ruf und ihr könnt dann noch einen Vertrag drauf basteln für die Ankoana oder den Fesseln, wo ihr nochmal extra 10 Ruf bekommt. Dann das nächste, was ihr habt, sind World Quests, die wir hier im Lager haben. Da bringt jede World Quest oder nee, jede Daily Quest so rum. Seht, die haben wir hier rumflacken. Die bringt 50 Ruf. Dann könnt ihr euch euren Anhänger hier auswählen. Und solange ihr noch nicht überall 30 seid, ist es so, ihr könnt am Tag ein Level machen. Also quasi gibt es drei Quests, die a 100 Ruf bringen. 100 Ruf für den Anhänger, nicht für die Emissary-Kiste oder Paragon-Kiste besser gesagt. Und wenn ihr nämlich ein Level aufsteigt, bekommt ihr dann für die Ankoana oder die Entfesselten 250 Ruf. Also das ist auch noch eine Rufquelle, die ihr mitnehmen könnt. Wenn ihr überall auf 30 seid, könnt ihr den Anhänger trotzdem mitnehmen, aber die drei Quests für den Anhängerruf braucht ihr nicht mehr machen, weil die bringen euch dann auch keinen Ruf, weil euer Anhänger ja einfach kein Level mehr aufsteigen kann. Ja? Deswegen mache ich die persönlich auch nicht mehr. Die haben einfach gar keinen Nutzen, außer ihr braucht diese Mana-Perlen zum Beispiel. Des Weiteren könnt ihr noch die vier Baumbosse umhauen. Urdu, Orundu, wo haben wir den letzten? Tangwurz und hier ist noch einer, Ammonia oder wie der heißt. Die vier könnt ihr umboxen und da gibt es dann eine Chance, dass ihr einen Ruftoken bekommt. Das bringt sowohl 350 Ruf und ich glaube für jeden Anhänger nochmal 100 Ruf. Heißt, wenn die noch nicht oben sind, kriegt ihr dann doppelt Ruf, heißt, den Level absteigen sollten. Wie ihr die beschwört, habe ich schon mal ein Video gemacht. Das wäre jetzt hier ein bisschen zu viel, das noch reinzupacken. Was ich dann noch empfehlen kann, ist Madivas Labor. Das ist irgendwo... War das irgendwo, glaube ich, hier unten? Hast du mal Divas Labor? Da kann man einmal wöchentlich quasi einen Mob beschwören, den umboxen, bringt 500 Ruf, ist auch eine ganz nette Geschichte, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dann gibt es noch jede 3 Stunden, also 12 Uhr, 3 Uhr und so weiter, gibt es eine Schlacht. Die Schlacht, wenn man gewinnt, bringt an sich keinen Ruf, aber es gibt einmal die Woche quasi eine PvP,
World Quest, wenn die Schlacht ist, und zwar könnt ihr die spielen, und ich meine, die hat auch 500 Ruf gebracht. Auf jeden Fall, nagel mich jetzt darauf nicht fest, aber auf jeden Fall eine größere Summe an Ruf, und das ist jetzt nicht so dramatisch, weil ihr müsst einfach nur Hordenspieler während der Schlacht umhauen, oder wenn ihr Horde seid, Allianzspieler während der Schlacht umhauen, und bekommt dann noch ein bisschen extra Ruf. Das sind soweit die Geschichten, die ich gemacht habe. Was man vielleicht noch erwähnen kann, was ihr einmalig auch noch machen könnt, ist diese diese Pet Battle Kämpfe. Da gibt es, glaube ich, 12 Stück hier im Gebiet, und wenn ihr die macht und das erste Mal besiegt, bekommt ihr noch mal eine Quest, die ihr im Lager abgeben könnt, und da bekommt ihr auch noch mal Ruf. Also sprich, da gibt es schon ganz viele Quellen, um an den Ruf zu kommen, und die Paragon-Kisten von den Anquanern beziehungsweise von den Entfesselten kriegt ihr wesentlich schneller zusammen als von den übrigen Fraktionen in BFA, weil es hier einfach viel, viel mehr Quellen gibt, um an den Ruf zu kommen. Ja, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euch la, bis zum nächsten Mal. Ciao.